Schönen guten Tag, wir befinden uns hier in der Leuchtenburgstraße vor der Skulptur des Künstlers Arminius Hasemann. Diese Skulptur hat er in den 20er Jahren hergestellt und wie Sie sehen, die ist arg zugerichtet. In der Nacht zum 17. Juni haben unbekannte Täter diese Skulptur geköpft und mit Farbe beschmiert. Das ist ein grober Akt des Vandalismus und das kann man so nicht akzeptieren. Ich kann mich genau daran erinnern, vor einem Jahr gab es die Bemerkung des grünen Politikers Carsten Berger, der behauptet hätte, dass diese Skulptur sehr stark rassistische Stereotypen hervorrufen würde. Ich habe das auch vor einem Jahr schon anders gesehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Rassistisch allerdings ist die Meinungsäußerung, die Verächtlichmachung dieser Skulptur durch Carsten Berger. Er hatte nämlich damals gesagt, dass dieses Bildwerk affenartig und einfältig wäre. Das ist auf keinen Fall so und genau diese Äußerung würde ich als rassistisch betrachten. Der Künstler hat in den 20er Jahren mit den damaligen Stilmitteln gearbeitet und das war zu der Zeit nun mal Art Deco und Expressionismus. Und in dem Stil ist das gemacht worden und es ist praktisch auch ein Relikt aus dieser Zeit und sollte erhalten werden. Und daher wende ich mich ganz strikt gegen eine solche Verächtlichmachung. Und wenn jetzt hier Vandalismus zum Tragen kam, so muss man auch das nennen, was hier im Vorfeld geäußert wurde, nämlich auch geistige Brandstiftung. Und das ist gerade in diesen Tagen wichtig, darauf hinzuweisen, weil in unterschiedlichen europäischen Ländern ähnliche Akte des Vandalismus durchgeführt werden. Dem muss Einhalt geboten werden.